So, seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne. In der letzten Folge habe ich euch jetzt einen Boss versprochen und ein Boss ist es, was ihr bekommen werdet, nachdem ich einen heißen Tanz mit ihr verführt habe. Das ist die Smaragdbotin, aka Bear Six Seek Last Waifu-chan. Ich würde ganz gerne hier Stärke reinpumpen in unseren heißen Arm der Gerechtigkeit, aber es ist Schwachsinn, ich brauche hier mehr Punkte. So, wir packen jetzt bis wir 40 haben, Punkte in Vitality. Wir haben ungefähr 90 Jahre Fackelzeit. Das heißt, wir können endlich hier weitermachen in dem Gebiet, das wir irgendwann mal besucht haben. Tiny Pieces! Ja, das sind die Glockenhüter. Ich gehe davon aus, dass ihr sie herbeisehnt, denn sie sind liebliche, kleine, dreckige, schweinefickenden Affen, Schlappel, Knöppel, Knörröpsen, Bupsis. Ja, Leute sind sie. So, hi, lustigen kleinen Schweine. Was ist das hier? Das kann ich nicht öffnen, aber ich kann es immer noch ignorieren. So, die Typen detonieren nach wie vor. Das ist das, was sie können. Man kann vor ihrem Gewese hier wegrollen, selbstverständlich kann man das. Man kann es auch einfach vermeiden, indem man sie totknüllt. Das war der Pfad, den ich gewählt habe und das ist der einzig richtige Pfad. So, hier unten sieht man auch feine Sachen. Dieser heiße Boy hier vorne, der wird sich jetzt sicherlich wünschen, oh nein, dass ich das nicht getan hätte, denn, ja. Das war dumm. Das war saudumm. So, wir knüppeln einfach alles tot hier. Ich habe die Schnauze voll von diesem riemigen Ort. Oh, look at you. What is this? Indeed, that is a place that you are maybe not familiar with. Oh, wir haben eine grüne Blüte bekommen. Das war es wirklich wert. Naja. Oder auch nicht. Hier ist natürlich noch mehr. Tiny Pieces. Das ist einer der wunderschönen Orte, an dem man diesen Burschen hier sieht. Ja, der Verfolger kommt hier angeritten und verfolgt uns. Haut uns in unsere heftigen, weiberartigen Fressen. Wir heilen uns dann. Verhöhen seine ganze Existenz, dann parieren wir ihn und hauen ihn. Ja, man kann ihn parieren, wie man sieht. Man kann genauso gut auch versuchen, einfach außerhalb seiner Reichweite zu bleiben. Und man kann auch versuchen, einfach wegzurollen. Auch das ist eine Möglichkeit, die ihr theoretisch habt. Wegrollen, kontern, töten. Und dann könnte man theoretisch auch jubeln. Das machen wir mal. Yeah! Woohoo! Ja, Eid der Vorkämpfer ist der Eid, den wir geleistet haben. Und das ist der Eid unseres Vertrauens. So, dieser dreckige Heini hier, der hat uns irgendwann mal zwischendurch mit Pfeilen beschossen. Das haben wir ihm jetzt heimgezahlt, da wir wütend sind, so wütend wie Lady Oscar. Sie ist in euren Hosen geboren. Ich hab Flammschmetterlinge und noch mehr Fackeln, ey. Ja, fast eine Stunde Fackelzeit haben wir jetzt. Findet ihr das nicht auch toll? Ich finde das toll. So, ich habe einen Boss versprochen in der letzten Folge, nicht wahr? Ja. Ich habe ihn auch, glaube ich, in dieser Folge versprochen. Manchmal bekommt man nicht das, was man sich wünscht. Tja, so ist das eben im Leben. Manchmal wird man einfach im Regen liegen gelassen, während man angefahren wurde von einem Panzer. So, wir haben hier ein Schild bekommen. Der Schild ist toll und das ist auch gut. Ja, yeah, der letzte Schlag hat man gesehen, hat das hier zur Detonation gebracht. Und mit das hier meine ich das Fass. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh, das wird aber ein bisschen eng, Leute. So.
Wenn wir sowieso schon hier sind, dann tun wir mit tot. Tun wir mit dich tot. Come on, you foolish creature of the dark. Of the duck. Die närrische Kreatur der Ente. Dann geben wir mal unsere heißen Seelen hier aus. Wir kaufen uns noch mal 240 Bolzen dazu. Und dann gehen wir mal hier ran, nachdem wir uns um dich gekümmert haben. Oh, zum Teufel. Warum? Hä? Kann ich hier nicht rangehen? Geht doch. So, hier müssen wir nämlich ran. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir in der Lage sind, den Boss hier gleich zu erlegen. Aufzubrechen, als wäre es wild, dass wir angefahren haben auf der Straße des Lebens. Dann werden wir dir eine Feuerbombe in deine perfekte Fresse schmeißen. Dann werden wir angegriffen, zweimal nämlich. Und ja, Katy Perry wollte ich eigentlich machen, hat aber nicht funktioniert. Deswegen schäme ich mich dafür, dass hier schon wieder ein Hund auftaucht. Come on, you foolish, foolish fool. So, der Hund ist tot. Da hinten haben wir eine Feuerbombe. Seht ihr die Feuerbombe? Die ist gelandet. Sie ist in euren Fernsehern gelandet. Lady Oscar. Lady Oscar wirft gern Feuerbombe. Und sie kann es schaffen, Lady Oscar. Ich finde sie relativ heiß und will sie entsaften, Lady Oscar! Ja, die haben sich dankbarerweise in eine hintereinander aufgestellt, aufgereiht, damit wir sie auslöschen können. Jetzt gehen wir endlich hier rein und töten Boss, weil wir super, super, super geil sind. Super geiler Hunde sind wir. 7 bis 8 Minuten haben wir noch, dann werden wir mal den kribbeln. Gehen dann hier rein oder auch nicht, denn wir haben hier Dinge zu tun, die noch kein Sterblicher vor uns getan hat. Oh yeah! Das war ein Wurf für Könige, ein königlicher Wurf. Auch der Wurf war äußerst königlich. Ich weiß übrigens gar nicht, was ich gerade hier bewirken will. Deswegen höre ich auch mal auf. Ne? Ach Leute, ihr wisst doch. Drauf geschissen, wir gehen jetzt einfach hier rein und dann machen wir diesen geilen Ratten, arschgeilen Boss. Naja, wie auch immer, du bist eine alte mistige. Eine alte mistige Kreatur! So Leute, wir heilen uns dann hier. Heilen uns. Trinken wir den Saft leer, den Saft aus der Finsternis. Und dann gehen wir rein. Ihr wollt Bosse, dann kriegt ihr Bosse. Hier, Leute, hier. So, da ist ein Boss. Im Vorkämpfer-Eid, der Vorkämpfer reagiert ist. Und den knüppeln geht's gut. Ne? Würde ich mal so sagen. Ergebe Sinn. Dann warten wir einen Moment. Schnappen uns unsere Brust hier. Befehlen ihn. Nehmen unsere Waffe zweihändig. Greif ihn an. Er geht über unseren Kopf hinweg, weil er Vollidiot ist. Greif ihn nochmal an. So, jetzt sind da zwei oben. Da haben wir keinen Bock drauf. Komm. Jetzt muss noch einer da. Da ist der zweite. Dann heilen wir uns. Dann rollen wir zur Seite. Werden getroffen. Heilen wir uns nochmal. Dann rollen wir nochmal weg. Diesmal haben wir es hingekriegt, weil wir nicht ganz so dämlich sind wie eben. Und ja, jetzt haben wir noch einen von den Affen hier. Prima, du bist ein harter Boy. So, wir haben ihn pariert, denn das kann man machen, wenn man awesome ist. Mal gucken. Wir haben ihn diesmal nicht pariert. Wir haben ihn sogar verfehlt. Das zeigt im Grunde nur, was für verfickte Faggots wir eigentlich sind. Unsere Faggotry. Oh nein. Der Angriff hier ist von großer Gefährlichkeit. Meidet ihn unter
Unter jedem Penis, unter jeder irgendwas. Ich habe vergessen, wie das wie die Phrase ist, die ich benutzen wollte. Ja, der Kampf knackig, wenn hier zwei oder sogar drei stehen. Logischerweise weniger knackig, wenn da nur noch einer ist. Ich hätte jetzt trotzdem kopieren können, weil ich versucht habe, ihn nochmal zu parieren, obwohl ich es eigentlich schon gezeigt habe. Die alte Affen, ja. Aber, wie man sieht, es ist mir am Ende doch gelungen. Es ist geglückt, dieses Kunststück. So, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde Fackelzeit. Dieser Ort hier ist gespickt mit unsichtbaren Eingängen, mit versteckten Eingängen, die uns alle zu fantastischen Plätzen, Orten und Gegenden führen, von ja, denen man eigentlich nur träumen kann. Ja, der Ruinwächter. Ich habe irgendwann zwischendurch die Dänenwache Ruinwächter genannt. In irgendeiner Folge. Das ist mir aufgefallen, als ich die nochmal gesehen habe. Da habt ihr euch sicher gedacht, hahaha, dieser Narr hat die Dänenwache Ruinwächter genannt. Was für ein Narr dieser Narr doch ist. Und da hatte die Person, die das dachte, auch recht. Ein närrischer Narr war ich. Denn, das war nicht richtig, was ich gesagt habe. So, hier. Das ist kein Mimik, das ist hingegen auch eine, keine Falle. Keine Falle, hier drin finden wir ein, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, eine Hexerei, die Stille. Die sorgt dafür, dass man Leuten auf den Sack geht, die Zauberer spielen. Hier wiederum befindet sich der Zielschild drin. Yeah! Das ist ein Parierschild, so wie der Faustschild, der Buckler. Und hier ist gar nichts drin. Auch das hat ja, sicherlich irgendeinen Sinn und Zweck. Und hier finden wir rostige Münze. Auch das ist gut. Das war's, oder? Mehr ist hier nicht. Prima. So, dann gehen wir mal hoch. Bewegen wir unseren pelzigen Hintern hier hoch. Nicht wahr, Gatz? Und lesen mal die Seele vor. Die wird ja auch irgendwas zu bedeuten haben. Die Seele des Ruinwächters, einer Schöpfung des Wärters. Der Wärter. Der Ruinwächter ist körperlos. Er ist lediglich eine leere Seele, die in einer Rüstung haust. Im Grunde ist der Ruinwächter so wie die Typen, die ich jetzt hier cosplaye. Ja. Diese Schildkrötenritter hier, diese Ninja Turtles. Sind nämlich auch einfach nur Golems, Seelen, animiert durch, nein, Rüstung animiert durch Seelen. Und auch die alten Ritter teilen dasselbe Schicksal. Da ist ein Item, ich habe vergessen, was es ist, ist mir insofern auch egal. Hier ist eine Seele eines namenlosen Menschen, der keinen Namen hat. Und da ist jemand, der sich selbst in die Luft sprengt, um uns zu töten. Brillanter Bursche. So, das Leuchtfeuer hier aktivieren wir. Und dann... Was wollte ich überhaupt? Ja, in der nächsten Folge wahrscheinlich gleich der nächste Boss. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Was will ich eigentlich hier noch machen? Wir haben jetzt noch... Oh, okay. Dann gehen wir mal zurück nach Majula Abrungata. In dieser Folge haben wir gelernt, dass Ruinwächter die Wächter von Ruinen sind und nicht den Wachen, die auf Schiffen hausen. Wir haben gesehen, dass man sie parieren kann, dass unser Schwert selbst, wenn man den Eiter Vorkämpfe geleistet hat, gegen die Ruinwächter ganz fantastischen Schaden verursachen können. Und wir haben gesehen, dass der Katzenring total geil ist. Kauft euch den Silberkatzenring, der wird euer Leben erleichtern. Der macht alles möglich. Steh auf, du Vibe! So, dann leveln wir nochmal ein bisschen. Wir wollen hier schließlich auf 40 kommen. Wir haben im Moment nur 32. Und dann werden wir hier noch die Seele verspeisen, die wir eben aufgesammelt haben. Die Seele des alten Eisenkönigs, meinetwegen auch die. Oh yes! Oh yes! So, wir müssen uns ein bisschen beeilen, sonst ist der Anfang der Folge abgeschnitten. Das wollen wir nicht. So, alles klar. Ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute, ne? Bis zur nächsten Folge. Da hinten ist der Kardinalsturm mit den großen Statuen. Ist das nicht nice?